Steger muss Karakasowitsch mehr beschäftigen, als es Montero vermocht hat. Der Serbe konnte da zu sehr sein Spiel den Portugiesen aufzwingen. Bei Steger weiß ganz genau natürlich, dass wenn er Kara solche Bälle in die Rückhandseite legt, dass das eine Einladung zum Punktgewinn ist für den Serben. Genauso weiter, wie es aufgehört hat im Spiel gegen Montero. Alexander Karakasowitsch zwingt Bastian Steger sein Spiel auf und nicht umgekehrt. Jetzt mehr Druck entwickeln von Seiten Stegers, auch mal bei Aufschlag, Karakasowitsch. Klasse Rückhand. Und wir sehen, es ist schon ein Unterschied. Steger muss gar nicht unbedingt aktiv returnieren, aber wenn er den Ball in die Vorhandseite von Karakasowitsch legt, dann passiert da links nicht so viel Unangenehmes für Steger als auf der Rückhandseite. Und so macht er hier jetzt eine 4:0-Serie. Und gleich zum neuen beide aus. Also Bastian Steger hat möglicherweise genau zum richtigen Zeitpunkt in diesem ersten Satz den Schalter umgelegt, spielt völlig anders jetzt, viel, viel druckvoller und holt sich hier den ersten Satzball. Karakasowitsch beschäftigen, das ist das Entscheidende, das ist der Schlüssel für Bastian Steger. Und der Saarbrücker macht aus einem 5:9 ein 12:10.
Ja, und wenn Kara sich so richtig ärgert, dann kann das auch, und das ist nicht selten der Fall, Auswirkungen eine Weile später noch haben. Auswirkungen auf den nächsten Satz, der dann folgt. Einer, der durchaus dafür bekannt ist, vergebenen Chancen da mal einen Tick zu lange hinterher zu trauern. Und genau das hat jetzt den Anschein im zweiten Satz. 4:0 Führung für Bastian Steger. Rein körpersprachlich hat Karakasewicz diesen Satz schon abgehakt. Auf geht's, Kara, kämpfen, siegen, das haben gerade die Fans gefordert, aber ob sie da erhört werden vom Serben, da habe ich doch meine Zweifel. Ja, dieser zweite Satz, der ist Geschichte. Also Karakasewicz, der launische Serbe, er hat sich zu viel geärgert darüber, dass er den ersten Satz nicht gewonnen hat, eine 9:5 Führung nicht ins Ziel retten konnte und gibt dann den zweiten einfach mal ganz locker aus der Hand und ganz schnell vor allen Dingen auch. 8 Satzbälle immer noch für Bastian Steger. Und so sehr sie von Alexander Karakasewicz auch begeistert sind in Pyderhausen, so genau wissen sie natürlich auch, dass es auch solche Phasen gibt bei den Serben. Und das bedeutet jetzt 2:0 Satzführung für Bastian Steger. Bei einer 2:1 Teamführung für Saarbrücken gegen Pyderhausen fehlt also jetzt nur noch ein Satz zum Pokaltriumph.
Also diesmal nicht so schlechter Start für Karakasevic in Satz Nummer 3, obwohl das von der Körpersprache immer noch nicht besonders positiv wirkt. Es besteht eine Gefahr immer für den Gegner, dass er sich dann auch so ein bisschen zu sicher fühlt, ein bisschen einlullen lässt, wenn Kara da hinten steht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und plötzlich leckt er dann doch wieder Blut. Also auch solche Matches hat man schon gesehen. Klasse Rückhand. Also Bastian Steger weiß ganz genau, dass er ihm, dem Alexander Karakasevic, nicht den kleinen Finger reichen sollte. Denn Karakasevic hat jetzt seinen Kampfgeist wiederentdeckt, den dritten Satz. Aber klasse, klasse reagiert von Steger. Zu 7 für Bastian Steger in Danzig. Da haben Cola, Fastfood und Zigaretten Profi-Einstellung geschlagen im Viertelfinale der EM. Jetzt steht der Deutsche kurz vor der Revanche. Er war schon der entscheidende Mann im Halbfinale gegen Bremen, hat mit seinen beiden Siegen entscheidenden Anteil daran gehabt, dass Saarbrücken ein 1:2 drehen konnte. Und jetzt hat Bastian Steger gegen Alexander Karakasevic 3 Matchbälle. Und das heißt auch 3 Matchbälle für den ersten FC Saarbrücken Tischtennis in diesem Finale gegen den SV Plüderhausen. Den ersten wehrt Karakasevic mit einem ganz frechen Aufschlag ab. Und da ist es perfekt. Als erster Bojan.